So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bauen Sie mal lauter hier. Wie ihr hier sehen könnt, hat mich das Spiel einfach hier in diese Ecke geschmissen, sage ich jetzt mal so. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir da hier wieder einen Spielerbruch hatten. Es sind jetzt auch noch natürlich auch schon wieder ein paar Wochen vergangen. Es gab auch eine Update oder ein Update zu diesem Spiel. Bin mal gespannt, ob das Ganze jetzt etwas besser auf der Konsole läuft oder nicht. Werden wir uns aber mal überraschen lassen. Ne? Ich kann mich noch an der letzten Folge erinnern, dass wir hier ein bisschen, ja, ich nenne es mal unvorsichtig, irgendwo angeeckt sind. Und die roten Ampeln, man kennt es. Bin ich mal gespannt. Wir haben jetzt hier noch für die Leute, die es noch nicht so wissen, einen Bauauftrag zu einem Garagenanbau, den wir fertig machen müssen. Ich habe hier gerade hinten die Baumaterialien aufgeladen von der Transportfirma, nenne ich es jetzt mal so, oder besser gesagt diese, nicht Transportfirma, aber diese, ja, die halt diese Fertigbaugaragen anbieten, die habe ich da quasi abgeholt und wir begeben uns jetzt auf die Reise dahin zur Baustelle. Wo will denn der mich hier schon wieder lang schicken? Wir müssen hier hoch. Hier ist unser, glaube ich, unser Bauauftrag hier. Ja, da steht unser Bagger. Wo ist denn jetzt unser Bauauftrag? Hier ist unser Bauauftrag. Hier. So müssen wir hier auch hin. Machen wir hier uns eine Markierung. Verstehe ich jetzt nicht, wieso der uns gerade ausschicken wollte. Naja. Hier wieder mal die Innenperspektive. Okay, also jetzt. Gehen die Spiegel mittlerweile? Immer noch nicht. Also da muss PlayStation definitiv nochmal nacharbeiten. Sonst geräuschtechnisch ist es eigentlich in Ordnung, sage ich jetzt mal so. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit hier, wir holen einfach mal hier. Stellst du dir vor, fährst einfach irgendwo und auf einmal überholt dich ein LKW mit 100 auf der Landstraße. Muss ich mir mal vorstellen. Und dann, voll beladen auch noch. Ja, typisch 100. Muss auch kommen, die Tankstelle hier. Können wir mal schnell mitnehmen. Tankstelle entdeckt. Ich wundere mich, dass wir hier einfach so lang kommen. Den Riesenschiff da hinten hier. Mal wieder mal außen. Ich sehe schon kommen, dass ich mich hier gleich festfahre. Gucken wir, als ob wir noch nie was anderes gemacht hätten. Das war gerade etwas knapp. Komm, ziehen wir einfach raus hier. Wir haben Vorfahrt mit unserer. Mit unserer Backmaschine haben wir einfach Vorfahrt hier. Ich schmeiße einfach mal das Auto um. Das ist ja schon wieder eine hervorragende Folge. Auf jeden Fall geht ja schon mal gut los. Naja. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ich halt solche Aufträge hier in der Form, was das Anliefern der Baumaterialien betrifft, ob ich das drinnen lassen soll oder ob ich das jedes Mal rausschneiden soll. Ich meine, das ist, denke ich mal, nicht so interessant, mich jedes Mal hier hin und her gurken zu sehen, wie ich hier halt solche Fahrweisen wie jetzt hier an den Tag lege. Dass ich das vielleicht vor der Folge irgendwie vorbereite, das könnt ihr einfach mal abstimmen. Auch wegen diesen ganzen roten Ampeln hier. Das ist natürlich, naja. Ich mag es nicht. Aber gehört halt nun mal mit zum Spiel dazu, das ist halt nun mal so ein Ding.
Leider können wir immer noch nicht blinken hier. So, ich weiß jetzt nicht, warum uns jetzt hier schon wieder lang schickt, aber okay. Ja, auf jeden Fall vor, dann müssen wir etwas ausholen hier. Schickt denn der uns lang? Wo will denn der hin? Ach, wir sollten noch andere Baumaterialien holen, glaube ich. Genau. Wir brauchten ja, glaube ich, noch was. Genau, wir mussten ja noch irgendwas holen. Ich hatte es noch ganz schlimm in Erinnerung. Ich habe doch jetzt gerade gar keinen. Sollen wir mal gucken hier. Ging denn das hier nochmal? Wir können das ganze Game auch online spielen. Wir sind hier, wie gesagt, noch im Garagenbau drin. Geschätzter Gewinn 100.000. Und da können wir hier nochmal kurz uns alles durchlesen, wie wir was machen müssen, was wir vor allen Dingen für Aufträge zu erledigen haben und und. Und ja, wir sehen jetzt hier gerade, wir haben die Fertigbauwände geholt hier, ne? Das ist abgeschlossen. Und jetzt müssen wir hier noch Bewehrungsgitter und Deckungselement holen. Genau. Ich möchte gerne aussteigen. Danke. Und viele Mitarbeiter stehen hier im Hammergeil. Gibt es ja heute was Gratis? Bin mal gespannt, ob wir jetzt auch einen Gegenstand bekommen, wo wir halt was machen können. Hier bekommst du verschiedene Baumaterialien, die du für deine Arbeit auf der Baustelle brauchst. Nutze den Filter, um dir benötigte Baustoffe für deine laufenden Aufträge anzeigen zu lassen. Die Zahl in der rechten oberen Ecke der Ware zeigt dir, welche Menge du für den entsprechenden Auftrag benötigst. Lege benötigte Baustoffe mit angezeigten Eingabe in den Warenkorb, bevor du zur Kasse gehst. Ja, dann gucken wir mal. So, was haben wir denn hier alles? Ah, hier Deckungselement, das brauchen wir einmal. Hinzufügen. Genau. Betonkübel. Können wir gleich mal so gucken, was wir hier noch so alles haben. Für spätere Bauaufträge. Und hier diese Bewehrungsdinger, die brauchen wir auch. Blätter, Pflanzenblätter, Jungbaum, Holzbalken. Okay, zur Kasse. Automatisch beladen machen wir jetzt in dem Fall, okay. An der Kasse kannst du Baumaterialien in den Hof des Baustoffhändlers liefern oder sie automatisch auf die Ladefläche deines Fahrzeugs verladen lassen. Außerdem kannst du die Ware gegen eine Liefergebühr direkt auf die Baustelle liefern lassen. Möchtest du die Baumaterialien auf Vorrat kaufen, kannst du sie auch direkt in Warenlager deiner Firma einlagern, bis sie zum Einsatz kommen. Das müssten wir mal überlegen, ob wir das halt auch mal machen, dass wir nicht jedes Mal den Weg aufnehmen müssten, um halt zum Shop zu fahren und diese Materialien zu kaufen. Da streiten sich so ein bisschen die Geister, braucht man dann gewisse Sachen für gewisse Aufträge oder nicht. Das ist ja wie mit Baumaschinen. Aber ich sage jetzt hier einfach mal, hallo? Ich möchte gerne das automatisch beladen lassen, was ist denn jetzt hier? Ach ja, da kann man einen Haken reinmachen und jetzt kann man das Ganze kaufen. So. Aha, jetzt haben sie das gerade automatisch aufgeladen hier. Na, guck an. Ja, auch gut. Perfekt. Schwingen wir uns hier wieder unseren Drack. Was mich auch gerne mal interessieren würde, ob ihr vielleicht gegebenenfalls für die Let's Plays auch eine Facecam benötigt oder ob wir das wie eine Art Stream machen sollen. Also so wie ich zum Beispiel dann im Stream sitzen würde, sage ich jetzt mal so, dann halt mit Szenen wechseln und sowas. Wollt ihr sowas haben? Dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. So, jetzt machen wir ja sowieso nicht mehr weit bis zur Baustelle hier. Ist wieder eine rote Ampel hier. Komm, bleiben wir hier mal kurz stehen, ist ja so rot. Decken wir mal kurz mal die Baustelle, die Tankstelle. Ach, guck mal, perfekt. Ja, gleich weiterfahren. Effizienz genutzt. Mal ausholen hier.
Achso, wir sind ja hier schon in der Baustelle. So, lass mal hier mal den LKW stehen. Zum Platzieren der Baumaterialien kannst du den Kran verwenden. Kräne dürfen nur auf Kranplätze aufgebaut werden. Kranplätze müssen verdichtet sein. So, lass mal den mal hier kurz stehen. Hier soll also die Garage hin. Sieht doch auch müster aus. Aber na gut. Wollen wir das mal machen. Also wir müssen jetzt hier Kranplatz. Was war denn das? Ach guck mal, da oben fliegt ein Flugzeug. Hä? Müssen jetzt uns einen Kran mieten. Ja, Kran bräuchten wir eigentlich immer. 180.000, aber ich weiß nicht, ob wir den ausleihen. Oder ob wir den. Kräne brauchten wir eigentlich immer, egal wann, was, wie und wo. Aber ich habe keine. Der kostet 175.000. Der hat nur. Nee, den leihen wir uns erstmal. Den mieten wir uns erstmal schnell. Und, gleich mal aufbauen lassen hier. Zack. So, jetzt haben wir hier den Kran stehen. Geht also somit, also ganz einfach. Und jetzt machen wir mal, steigen wir mal hier ein. Gehe aber jetzt mal in die Innenperspektive. Genau. Warte mal, wir machen das mal nochmal schnell. Kamera außen. Gehen mal in den Fotomodus. Und machen mal. Machen wir mal ein Foto, ein Andenkensfoto irgendwie. Ich weiß nur nicht, warum wir jetzt nicht weiter wegkommen. Das machen wir einfach mal so. Können jetzt hier noch Sättigung geben. Bisschen Kontrast. Das finde ich halt auch schön. Können wir halt einfach halt hier unsere. Hier können wir noch irgendeine Mondphase oder sowas bestimmen. Egal. Ja, ich möchte aber gerne. Möchte aber gerne fotografieren jetzt. Hallo. Ist jetzt kein perfektes Foto. Aber ich möchte gerne fotografieren. Wie geht denn das? Wie soll das jetzt funktionieren? Fotomodus. Hier mal so ein Foto. Wieso geht das nicht? Haben wir noch einen Tutorial-Modus drin sind oder was? Okay, natürlich auch gut zu wissen. Da müssen wir hier irgendeinen Knopf drücken. Ne, dann geht das wahrscheinlich noch nicht. Egal. Egal, genug rumgeblödelt. Ich werde jetzt erstmal hier abladen. Das finde ich halt wirklich auch wirklich sehr interessant, dass er wirklich auch die Hebel bewegt hier. So, jetzt haben wir das. Mal vorsichtig hochmachen hier den Mist. Oh, das war das falsche Knöpfchen. Höher. Stelle ich mir auf jeden Fall witzig vor, da oben, wenn man die ganze Zeit so runter gucken muss. Ich glaube, da kriegt man irgendwie irgendwann meine Schette. Und dann machen wir das mal hier. Vor allem auch bei der Hitze, dann bei solchen Temperaturen, wie es jetzt aktuell immer so ist. Boah. Den Haken, bevor wir hier irgendeinen verletzen.
Versuchen wir mal langsam zu machen, dass das Ding nicht so ausschwenkt. Ansonsten haben wir ja hier so einen Schwenker dann drin, ne? Was ich auf jeden Fall cool finde, ist, dass wir hier unten so ein Ding haben, damit wir sehen, wo wir eigentlich sind. So. Jetzt haben wir das auf jeden Fall. Lass mal hoch hier den Blunder. Okay. Da war jetzt eigentlich nichts, aber okay. Mal hier in den Schwenkscheiß. Mal hier irgendwie hinklatschen. Gucken wir uns das mal kurz an. Okay, interessant. Mal wieder runter, aber ich finde das auch ziemlich interessant, dass das halt auch so schnell geht, ne? Von mal abgesehen. Halt, falscher Knopf wieder. Ich habe wieder nach oben gemacht. Kranblitze müssen hier verdichtet sein. So, okay. Lass mal das Ding wieder hoch machen hier. Wird ja keiner verletzt. Platziere den Transportrahmen im markierten Bereich. Was ist der Transportrahmen? Hä? Was denn für ein Transportrahmen? Transportrahmen im markierten Bereich. Ach so! Ah, dieses Ding, wo die Plattenklapp drin stehen. Oder? Ja. Dieses Ding, wo die Fertigwände auf jeden Fall drin stehen. Ja, okay, ich verursache hier gerade einen Stau, weil der Hänger hier noch so ein bisschen. Oh, da waren Laternen im Wege. Oh, Verzeihung. Scheiße. Egal. Und das soll noch mal einmal sagen, wir haben jetzt Sonnenuntergang hier. Wir haben jetzt hier Sonnenuntergang hier. Die Bauarbeiter machen abends um 4 Uhr um Feierabend oder so. Wir haben es jetzt hier schon nach Abendbrot. Müssen wir erstmal jetzt freiräumen auf jeden Fall. Genau, deswegen bin ich gerade eben ausgestiegen, weil ich hatte das schon mal gespielt gehabt jetzt hier. Aber dann ist leider die Aufnahme abgestürzt, also das Spiel, und die Aufnahme war demzufolge weg. Aufgeräumt sieht aber jetzt anders aus, ne? Na egal. Transporterrahmen, um Fertigwände zu entsichern. Okay, gehen wir jetzt mal hin und wir entsichern jetzt mal hier die Fertigwände. Klappt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wer sich jetzt noch nicht langweilt. Jetzt müssen wir mal den Kram hier hinstellen. Also wieder hier rein. Und hä? Kann man hier nicht auch irgendwie noch die Kamera wechseln? Ja, nee. Runter machen das Ding.
Irgendwas haltet hier nicht hin. Ah, jetzt. Halt, halt, halt. Dann machst du mal die Platte hier. Lass mal hoch das Ding. Langsam rüber hier. Na komm, wir haben nur Zeitdruck. So. Sehe ich das gerade gar nicht so genau. Ich drücke zwischendurch immer mal falsch Knopf. Also wenn ich nicht ganz so viel rede, dann bitte nicht wundern. Dann, ja, versuche ich das hier irgendwie ein bisschen zu konzentrieren, dass das Ganze ein bisschen vernünftig wird. Weil wir wollen ja auch fertig werden, wir wollen ja auch Geld verdienen. Die Leute wollen ihre Garage haben. Ich sehe es jetzt nicht, das ist mein Problem gerade. Wir können ja mal von außen gucken. So sieht das Ganze auf jeden Fall von außen aus. Ah, ich war zu Dings. Gut, machen wir die Platte wieder hoch hier. Ich finde die Geräusche aber irgendwie im Dings irgendwie besser. Eine fliegende Wand. So, fertig. Perfekt. Guck mal, es geht ja wie das Brezelbacken hier. Hätten wir noch nie was anderes gemacht. Und die letzte Wand hoch hier. Perfekt. Halt, falsche Richtung. Zap, zarab. Na, guck mal an. Jetzt machen wir oben noch diese Dachschaden fertig. Dann ist die Soße doch schon gelutscht. Da können wir schon einziehen. Dann können wir unsere dicke Bumpgarage reinmachen. Und hoch den Mist. Und rüber. Ja, guck mal, das als gäbe es keinen Morgen mehr. Zack, drin. Das machen wir jetzt noch dreimal. Und dann haben wir fertig. Mal Feierabend machen, können wir unser Feierabendbierchen trinken hier. Und hoch den Mist. Drehen wir erstmal diese Platte dieses Mal. Damit es wenigstens ein bisschen reell ist. Aber ich finde es trotzdem in der Angefangen davon, auch wenn ich mich jetzt versuche, auch wenn ich mich jetzt hier ein bisschen lustig mache, muss ich wirklich jetzt im Ernst sagen, es ist eigentlich gar nicht so schlechter Simulator. Ich mir jetzt mal die anderen Simulator so angucke von meinem Kanal. Oder generell so, die ich mache, der Bus-Simulator, habe ich leider noch nicht so viele Folgen gemacht. Würde ich aber gleich mal wieder im Anschluss wieder auch mal mit aufnehmen wollen. Aber trotzdem so, ne? Ich glaube, die Platte, die kommt hier hinten hin. Nur trotzdem, die Musik ist ein bisschen lästig, muss ich ganz ernsthaft sagen. Da werde ich mich halt noch, wäre es halt noch cool, wenn man da halt vielleicht noch ein bisschen was anderes einfügen könnte oder so. Ja, aber es hat mir immer Probleme mit YouTube und so wegen Copyright. Das finde ich immer dann blöd, aber das, naja, egal. Warum habe ich die eigentlich nicht komplett ausgemacht? Aber es wäre dann, glaube ich, komplett langweilig ohne Musik. So, da haben wir die auch jetzt hier. Schieben wir die mal hier rüber. Drehen die gleich mal. Perfekt. Und dann zap, zap. Halt, das war falsche Richtung. Dann haben wir das fertig. Guck mal an. Das hätten wir nie was anderes gemacht. Der Kran kann also abgeholt werden. Perfekt. Kann man aussteigen. So. Bauen wir den Kran wieder ab. Demontieren. Zack. Kann man quasi jetzt wieder der Baufirma zurückgeben. Wie ging denn das? Hier, glaube ich. Baumaschinen. Hier. Da können wir den Kran auf jeden Fall wieder zurückgeben. Hä? Was ist denn der Kran drin? Verarschen. Baumaschine ist ja hier nicht mit drin. Lol. Hä?
Hinweis, du hast genug Geld zur Verfügung, um Ziele Aufschlagsstufe S zu erfüllen. Ja, komm, schauen wir mal an. Freigeschaltet. Firmengelände kaufen, Kredit 1, Hilfsarbeiter. Parkplätze 1, Werkstatt 1. Na, das sind alles noch Sachen, die haben wir auf jeden Fall noch nicht, können wir auf jeden Fall noch nicht machen. Das erste, was wir jetzt erstmal anstreben würden, würden wir erstmal drei Baumaschinen kaufen. Ich bin mir noch unschlüssig, was ich mir für Baumaschinen kaufe. Bin ich ernsthaft. Wirklich, ne? So, aber wenn wir den Auftrag jetzt hier fertig. Okay, das Gespann von Zugmaschinen und Liefer brauchen wir 72.000 haben wir bekommen und 720 XP. Gut, ich würde aber jetzt einfach mal sagen, da wir wahrscheinlich sowieso den LKW und so das öfter, ne, den geben wir erstmal wieder zurück. Ich mache jetzt erstmal hier nichts Unüberlegtes und kaufe mir jetzt hier irgendwas und dann habe ich irgendwas ausgegeben und brauche den gar nicht. Den würde ich gerne erstmal zurückgeben wollen. Und den einlagern. Na, den, ach komm, den geben wir auch einfach zurück. Na, scheiße, hab ich schon eingelagert. Hä, wo ist denn der jetzt hin, wenn der eingelagert ist? Verlauf, warte mal, was hat denn er gerade gesagt? Okay, das können wir. Nun benötigen wir etwas zum Betonieren. Haben wir den gerade jetzt nur zurückgegeben? Betonieren. Das heißt jetzt, brauchen wir es zum Betonieren. Warte mal. Jobs. Auftrag verfolgen. Hallo. So. Betonmischer. Okay, wir brauchen jetzt Fahrer zum Kieswerk und befülle den Betonmischer. Und zu dem Betonmischer brauchen wir aber auch noch so einen Betonmischer-Kran. Also heißt, wir müssen jetzt wieder. Wo haben das jetzt wieder hier? Wir müssen jetzt wieder. Ne, das nicht. Das auch nicht. Was denn das? Wo könnte man denn Baumaschinen nochmal? Okay, warte mal. Wollen wir mal kurz auf die Karte. Wir müssen mal hier, wo wir die Baumaschinen ausleihen können. War das hier? Fahrzeughandel, genau. Machen wir mal eine Schnellreise jetzt in der Form mal. Genau, da sind wir schon da. Betreten das Ganze mal. Wir brauchen nämlich jetzt einen Betonmischer. Also dieses Teil hier. Haben wir noch was Billigeres? Der kostet mich in der Miete 2024 Stunden. Okay. Dann gucken wir mal, was wir noch so haben. Hier wäre noch ein Betonmischer. Kostet auch 2700. Hier ist noch ein Betonmischer drin. Ach, ist dasselbe. Liebherr. Hier ist noch ein Betonmischer. Und erstmal das billigste, wie ne, auch 2700 die Miete. Kosten die alle genauso viel oder was? Ah ne, ich bin immer auf dem falschen Gang. 2700. Hier wäre noch einer, auch 2700. Ein Scania. Hat was Atlas-mäßiges, ja. 2700. Ich will aber King Cat. Ich nehme. Ach, ich glaube, ich nehme Scania. Aber die Farbe so schön blau ist. Mieten. Pro Tag mieten, okay. Dann hole ich jetzt erstmal das. Dann mache ich die Schnellreise wieder. Also hole jetzt erstmal den Beton. Und dann hole ich dieses Teil, was wir noch dazu brauchen. So sieht das gute Stück aus. Machen wir schnell hier einen Rundgang um das Fahrzeug. Ist einfach ein ganz normaler Betonmischer. Hat ja sicherlich schon mal jeder auf der Straße gesehen. Und steigen wir ein. So, jetzt müssen wir erstmal zum Betonwerk. Und müssen natürlich erstmal den frischen Beton holen. Schauen wir mal nach. Wo ist das? Hier. Ich mache mal sicherheitshalber nochmal eine Markierung. Denn manchmal macht das Navi das nämlich nicht. Wir könnten auch jetzt eine Schnellreise dahin machen. Das wird uns aber allerdings 199, ich sage jetzt mal, Euro kosten. Diese Schnellreise. Machen wir nicht. Wir machen das noch oldschool-mäßig und fahren da schnell hin.